freut mich, euch zu sehen. Und wie ihr seht, wunderbar sonniges Wetter, also der absolut perfekte Anlass, mal wieder rauszugehen zu skaten. Und ich habe mir gedacht, zu dem Anlass mache ich euch mal ein kleines Video, wo es noch ein bisschen genauer um das Thema Beschleunigen geht. Vor allem, wie wir unsere Geschwindigkeit leichter halten können und auch, wie wir dadurch unsere Körperhaltung noch erheblich weiter verbessern können, sodass wir uns natürlich noch ein bisschen sicherer auf den Rollen fühlen. Also, los geht's! Vergiss nicht, mir ein Abo dazulassen, das hilft mir enorm weiter und macht es auch anderen leichter, meine Videos zu finden. Sometimes you need to break away. Come on! Für die optimale Kraftübersetzung ist es am besten, wenn ihr den Fuß in einem Winkel zwischen 30 und 45 Grad auf dem Boden aufsetzt. Keine Sorge, das müsst ihr nicht mit dem Geodreieck nachmessen, das ist normalerweise nicht nötig. Ja? Also, es hat nichts damit zu tun, wirklich überakribisch präzise zu sein, das ist überhaupt nicht nötig. Ja? Das ist einfach eine Empfehlung von mir für euch. Ja? Und wenn ihr das erstmal selbst angewendet habt, ja, dann werdet ihr sehr schnell erkennen, was fühlt sich für euch denn am besten an oder am komfortabelsten. Ja? Also es kommt da wirklich nicht auf Millimeter an. Trotzdem empfehle ich euch, immer eure Knie etwas gebeugt zu haben, wie wir das schon oft gesehen haben in meinen Videos, immer schauen, dass die Knie oberhalb eurer Zehen sind. Dann habt ihr die optimale Stabilität beim Fahren. So, beim nächsten Schritt versuchen wir, während wir mit dem einen Bein Schwung holen, ja, unseren anderen Fuß in der Luft zu halten währenddessen. Ja. Dadurch reduzieren wir die Reibung zwischen den Rollen und der Oberfläche. Und das wiederum ermöglicht uns, unsere Geschwindigkeit einfacher zu halten. Ja? Was ihr aber unbedingt beachten solltet dabei, während ihr zwischen euren Beinen abwechselt, ja, euer Körpergewicht muss immer im Zentrum bleiben. Das könnt ihr zum Beispiel auch üben, indem ihr ein bisschen Fahrt aufnehmt, ja, nicht besonders schnell, und ihr versucht, auf einem Fuß zu skaten, während ihr den anderen in die Luft anhebt. Ja? Das wiederum wird euch in Sachen Stabilität deutlich weiterbringen. Es braucht ein paar Anläufe, aber ihr werdet euch schon nach kurzer Zeit sicher fühlen. So, wenn wir es geschafft haben, all das erfolgreich zu meistern, ja, dann kommt die Meistertechnik des Speedskatings, so nenne ich das gerne, zum Tragen. Dann sind wir bereit dafür. Ja? Und diese Technik wird selbst unter Pro-Skatern benutzt. Ja? Also, da sind wir dann schon echt auf einem coolen Level. Gut, um diese Technik wirklich sicher anzuwenden, ist es absolut unerlässlich, mit den Knien zu arbeiten. Wenn ihr es richtig macht, dann seid ihr in der Lage, wirklich sehr schnell zu fahren. Ja? Ganz einfach, weil ihr durch die verschränkten Arme hinter eurem Rücken einen deutlich verringerten Luftwiderstand habt. Wenn wir dazu noch alles, was wir jetzt bisher besprochen haben, noch dazu anwendet, dann wird diese Technik der absolute Hammer. Wirklich.
So, jetzt ist es aber Zeit, rauszugehen, Spaß zu haben, die Skates anzuziehen, ja, und loszulegen. Sonniges Wetter erwartet uns, der Sommer steht vor der Tür und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Skaten. Wir sehen uns.